Wenn man sich die aktuellen Infos zu ARK 2 anschaut und sieht, was sich alles verändern soll, dann wird schnell klar, dass sich ARK 1 und ARK 2 sehr stark voneinander unterscheiden werden. Und es stellt sich dann auch ganz schnell die Frage, ist das dann überhaupt noch ARK? Wie ich das sehe und wie vor allem die Community das sieht, jetzt in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich habe hier auf YouTube und auf TikTok zahlreiche Kommentare zu ARK 2 bekommen und fasse für euch mal so ein bisschen die Sorgen und Ängste, die es aktuell gibt, zusammen und ordne das Ganze ein. Die größte Sorge ist, dass ARK 2 nicht mehr allzu viel mit ARK 1 zu tun haben wird, das Spiel sich also komplett verändert und man es nicht wiedererkennen wird. Einige hoffen sogar darauf, dass das Spiel floppen wird, damit sie weiterhin mit einer großen Community ARK 1 spielen können. Die Frage danach, ob ARK eigentlich noch ARK ist, haben wir uns schon häufiger gestellt, so zum Beispiel auch bei Genesis 2. Das heißt, die Frage ist gar nicht so neu und diese Sorge, dass ARK sich verändert, die gibt es schon länger. Allerdings, und das hier als Unterschied, haben wir uns bei Genesis 2 auf inhaltlicher Ebene damit auseinandergesetzt. Also es sind neue Sachen ins Spiel reingekommen, wo sich gefragt worden ist, passt das eigentlich rein und ist das dann eigentlich noch ARK? Und diesmal haben wir hier bei ARK 2 tiefgehende Gameplay-Entscheidungen, die das Spiel schon sehr verändern werden, worauf ich auch gleich weiter eingehe. Vorher sollten wir uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich ARK? Und ARK ist für mich Dino, Survival, Frust und mit Freunden gemeinsam zocken. Und diese Aspekte, die wird es auch weiterhin in ARK 2 geben und das werden wir auch gleich sehen. Das Einzige, was mir zum aktuellen Zeitpunkt Kopfschmerzen bereitet, ist die Tatsache, dass ARK 2 wieder als Early Access released werden soll, genau wie ARK 1. Und Early Access bedeutet ja immer, das Spiel ist noch nicht ganz fertig und wir arbeiten noch daran. Und das heißt auch, alle Features, die bereits genannt worden sind und die ich auch gleich nochmal nenne, das sind Beispiele, die müssen so zum Release nicht im Spiel sein und auch nicht funktionieren. Und das finde ich auch deshalb kritisch, weil viele Leute tatsächlich schon gehypt sind und ja, Content Creator tragen auch ihren Teil dazu bei, dass Leute gehypt sind. Ich bin auch selbst ein bisschen darauf gehypt, aber das ist dann eben die Gefahr, dass man diesen Hype bzw. die Erwartungshaltung dann eben nicht erfüllen kann und dann erstmal versagt. Wir schauen uns nochmal die Features an, die bisher bekannt sind und weshalb Leute jetzt denken, dass das nichts mehr mit ARK zu tun hat. Ich finde, man kann das in zwei Kategorien unterteilen. Einmal in Features, die das bestehende ARK weiterentwickeln, also Sachen nehmen, die in ARK 1 schon vorhanden sind und die jetzt verbessern sozusagen. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben Features, die ARK komplett verändern werden. Also Features, die das bestehende ARK weiterentwickeln. Die neue Story, beziehungsweise dass wir einen roten Faden in ARK 2 haben werden. Wenn wir uns die Story in ARK 1 angucken, dann ist die zwar gut, aber kaum zugänglich gewesen. Ja, wir hatten die Explorer Notes, aber wenn wir ehrlich sind, dann sind sie nicht wirklich zugänglich gewesen. Es mussten YouTuber Videos dazu machen, damit Leute die Story von ARK überhaupt kennen, was ja auch im Spiel so gar nicht möglich war, weil man hätte alle wirklich finden müssen und die dann in der richtigen Reihenfolge auch noch lesen müssen. Die Kreaturen-KI wird angepasst. Das heißt, Dinos sind jetzt schlauer. Man nimmt hier auch wieder was aus ARK 1, was schon da war, was jetzt wieder verbessert wird und das Spiel wiederum interessanter macht. Eben durch diese Punkte, dass sie uns sehen, riechen und hören können. Das finde ich zum Beispiel mega interessant. Wie gesagt, da wird etwas genommen und verbessert. Das Cross-Platform-Modding. Mega gut. Wieder ein Problem, was es bei ARK 1 gab, dass eben Epic Games-Spieler und Consoleros keine Mods nutzen konnten. Das ist zum einen für Spieler gut, aber auch für Content-Creator, die jetzt wirklich für alle Leute, die ARK zocken, Content machen können und nicht darauf achten müssen, ob das jetzt auch wirklich auf den Konsolen geht oder nicht. Die neue PvE-Klasse habe ich hier auch mit reingenommen. Die gibt es zwar in ARK 1 noch nicht, wird maximal angeschnitten in der Story, aber auch hier findet für mich eine Weiterentwicklung statt, weil so die PvE-Welt lebhafter wird und vorher auch was gefehlt hat, meiner Meinung nach. Die Bauvorlagen und dass man gemeinsam mit seinem Team daran arbeiten kann, ist ebenfalls eine Weiterentwicklung. Die Leute haben vorher schon gerne in ARK gebaut, das wird nun einfacher und auch wieder für Content-Creator und Leute, die halt zocken, ist es wieder einfacher, weil sie diese Bauvorlagen einfach übernehmen können. Also auch hier findet eine Weiterentwicklung statt. Und auch die dynamischen Events wurden quasi weiterentwickelt. Wir hatten das ja in Genesis 1 über diese Mini-Mission, die man machen konnte, beziehungsweise auch auf Ragnarok, wenn der Vulkan mal ausgebrochen ist. Also sowas gab es schon vorher. Das wird jetzt übernommen, weiterentwickelt und wir können dann dadurch eben Belohnung bekommen. Wenn ich mir das also so anschaue, dann bleibt ARK 2 immer noch ARK, weil Core-Features, die vorher schon drin waren, werden einfach weiterentwickelt. Nun gibt es aber eben auch Features, die ARK 2 auf jeden Fall verändern werden und auch dafür sorgen werden, dass es sich komplett anders anfühlt als ARK 1. Wir werden ein Third-Person-Only-Gameplay bekommen. Damit hängt ja zusammen, dass wir dann eben rutschen, klettern, Parcours machen können. Und das hängt auch ganz eng mit dem Souls-like-Gameplay zusammen, dass wir also fokussieren können, blocken können, ausweichen können. Das ist etwas, bei dem ich auch erst skeptisch war. Third-Person ist für mich ungewohnt, weil ich mag diese First-Person-Perspektive. Allerdings zeigen ja Spiele wie The Witcher, dass Third-Person eben auch sehr, sehr cool sein kann. Und wenn es gut umgesetzt ist, dann geht eben dieses Souls-like-Gameplay mit der Third-Person Hand in Hand und wird super gut funktionieren. Und uns eben ein komplett anderes Erlebnis bieten. Das heißt auch, die Encounter, die wir mit Dinos haben werden, werden vermutlich ganz, ganz anders werden als in ARK 1. Und der Charakterfortschritt bzw. das ganze Skillsystem wird ja auch an
angepasst bzw. komplett verändert. Das ist auch etwas, was jetzt unsere Wahrnehmung im Spiel verändern wird, weil es nicht mehr so linear ist. Also vorher konnten wir unsere Punkte wirklich verteilen auf Geschwindigkeit, auf Leben und das war's dann. Und dann haben wir mit unseren Engrammpunkten eben Engramme freigeschaltet und das ging eben durch von Level 1 bis 100 bzw. dann irgendwann auch weiter. Und auch das passt wieder mit diesem Swords-like Gameplay und der Third Person zusammen, weil hier der Fokus eher auf RPG-Elemente gelegt wird. Und nochmal, wie gesagt, wenn das gut umgesetzt wird, dann ist das etwas sehr Komplettes, was sehr gut ineinander greifen kann. Also, ist Ark 2 denn überhaupt noch Ark? Ich würde sagen ja, allerdings wird sich das Gameplay eben komplett verändern, weshalb es sich für uns anders anfühlen wird, aber die essentiellen Dinge, die es vorher schon in Ark 1 gab, die werden ja wieder mit dabei sein. Ist das nun schlimm, dass sich das Gameplay verändern wird? Auch hier würde ich sagen nein. Gerade als PvE-Spieler finde ich, dass Ark 1 zu wenig Features hatte und es gut ist, dass sie jetzt in eine andere Richtung gehen bzw. das Ganze eben erweitern und ich hoffe auch, dass die Ark-Community ein bisschen ihren Horizont erweitern kann, weil sich jetzt eben mehr RPG-Elemente in dem Spiel befinden werden, wodurch auch die Tür zu anderen Games geöffnet werden wird. Ist eine gewisse Skepsis dennoch berechtigt? Ja, auf jeden Fall. Es handelt sich hierbei immer noch um Wildcard, die das Spiel machen und wir wissen, dass auch Ark 1 nicht bugfrei ist und wir wissen auch, dass Releases immer wieder verschoben worden sind und es werden echt viele Dinge neu gemacht oder verändert und das heißt, es kann auch sehr, sehr viel einfach auch schief gehen. Ich bleibe auf jeden Fall gespannt und bin froh, dass Ark 2 nicht in die Richtung von einem FIFA oder Battlefield geht, sondern wirklich essentielle Anpassungen vornimmt, die wirklich gut sein können, wenn es wie gesagt gut umgesetzt ist, dann wird das Ganze nämlich auch sehr, sehr rund werden.